willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Auffinden von Extrema bei Funktionen, welche nur in einem endlichen Intervall definiert sind. Bis jetzt war es immer so, dass wir uns mit Funktionen beschäftigt haben, welche auf den ganzen reellen Zahlen definiert waren, somit auch ins Unendliche etc. verlaufen sind oder sich an einen Grenzwert, was auch immer, angenähert haben. Aber heute wollen wir wirklich nur Funktionen anschauen, welche in einem endlichen Intervall definiert sind. Vielleicht könnt ihr euch nachher die Funktion f von x so 3 minus 3 x Quadrat erinnern. Diese Funktion war, wie wir sie zuvor noch im Kapitel beim Berechnen von Extrema betrachtet haben, auf den gesamten reellen Zahlen definiert. Jetzt wollen wir uns sie allerdings im Intervall minus 1 bis 2 genauer anschauen. Das heißt, sie sind uns nicht mehr auf den gesamten reellen Zahlen definiert, sondern wirklich nur noch in diesem Intervall. Das heißt, wir wollen uns sie auch nur noch in diesem Intervall anschauen. Die Vorgehensweise bei der Berechnung der Extrema, Wendepunkte etc. unterscheidet sich gar nicht von der bereits bekannten Vorgehensweise. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied, und zwar sind dies die globalen Extrema. Wie kommen wir da jetzt zu globalen Extrema? Wie bereits gesagt, das Auffinden von lokalen Extrema, Wendestellen etc. ist genau die gleiche Vorgehensweise, wie ihr bereits gelernt habt. Einzig eben die globalen Extrema machen den Unterschied aus. Und es ist dann eben so, dass ihr ganz normal mal die Extrema, Wendestellen etc. berechnen könnt. Die Extrema haben wir für dieses Beispiel schon berechnet. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie wir darauf gekommen sind, schaut euch einfach das vergangene Video nochmal an, zur Berechnung von Extrema anhand der Ableitung bzw. das PDF-Dokument. Wir haben herausgefunden, dass sich ein Minimum bei 1 minus 1 befindet und dass sich ein Maximum bei 0,0 befindet. Gut. Diese beiden Maxima, beziehungsweise diese beiden Extrema sind jetzt schon mal Kandidaten für ein globales Minimum das Minimum oder für ein globales Maximum das Maximum. Jetzt allerdings haben wir auch Randpunkte bei der Funktion. Und diese Randpunkte können ebenfalls Extrema sein. In diesen Randpunkten muss die Ableitung nicht 0 sein. Diese Punkte können trotzdem Extrema sein. Das heißt, wir müssen uns die Randpunkte nochmal genauer anschauen und schauen, welchen Wert wir für diese Randpunkte erhalten im Vergleich zu unserem anderen Extrem. Was nicht anderes heißt als, wir setzen in die Funktion einfach unsere beiden Randpunkte ein. Setzen wir die minus 1 ein. In unserer Funktion, wenn wir die minus 1 einsetzen, haben wir minus 1 hoch 3 bleibt minus 1, also haben wir minus 2, minus 1 zum Quadrat bleibt positiv, also haben wir im Ganzen minus 5. Das gleiche Spielchen jetzt noch für 2. Setzen wir die 2 in die Funktion ein, so erhalten wir die 4. Gut, wir sehen jetzt, wir haben minus 5 und 4 erhalten. Minus 5, also wir haben ein Minimum bei minus 1 und wir sehen auch schon, dass minus 5 ein kleineres Minimum ist sozusagen. Es liegt weiter unten. Deshalb haben wir mit minus 5 ein globales Minimum gefunden. Das heißt, ein globales Minimum nennen wir es g-min, haben wir bei minus 1, minus 5. Beim Maximum hatten wir zuerst ein Maximum bei 0, jetzt haben wir allerdings 1 bei 4 gefunden. Das heißt, hier haben wir auch ein globales Maximum. Das heißt, die Randpunkte setzen sich als globale Maxima bzw. globale Minima durch. Natürlich könnte auch sein, dass der Randpunkt einen kleineren Wert aufweist, zum Beispiel als dieses Maximum, was wir hier gefunden haben.
dann wird dieses Maximum zum globalen Maximum werden. Allerdings hat der Randpunkt hier einen höheren Wert, deshalb haben wir bei 2,4 ein globales Maximum gefunden. Wir haben also lokale Extrema, welche wir durch die Berechnung gefunden haben im vorherigen Beispiel, und die globalen Maxima bilden dann sozusagen die Randpunkte. Damit sind wir am Ende dieses Beispiels angekommen, beziehungsweise am Ende des Lernvideos, das jetzt eigentlich mal nur so ein Beispiel bestanden hat, ist eigentlich wirklich mehr als eine Ergänzung zu sehen zu dem bereits gehörten. Ich hoffe, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann.